Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Reality Check. Heute kümmern wir uns um die Peelings und dafür habe ich hier schon mal ein bisschen was vorbereitet. Halle Berry ist ja unter anderem für ihre schöne Haut bekannt und sie schwört auf Kaffeesatz, den sie sich regelmäßig als Peeling auf die Haut gibt. Wir probieren das jetzt auch mal aus. So, also es fühlt sich ganz angenehm an, es tut jetzt nicht weh oder so. Ein bisschen eine Schweinerei, ehrlich gesagt, aber so geht's ganz gut. So, jetzt abwaschen. Sieht schon mal gut aus, würde ich sagen, und fühlt sich auch echt schön weich an. Okay, bin jetzt ein bisschen wie im Coffeeshop gebadet, aber... Doch, das Rezept von Halle kriegt von mir einen Daumen hoch. Jessica Biel schwört auf die Kombi aus Rohrzucker, Zitronensaft und Honig. So, hier man sieht Patsche Patsche, bisschen wie im Sandkasten früher. Hört sich auch so an. So, ich mache mal den Sachen ja auch gerne den Geschmackstest, ne? Auch hier total angenehm beim Auftanken. Okay, durch den Honig ist das Ganze natürlich jetzt so ein bisschen barziger. Also abspülen ist schwierig. Abtrocknen. Ja, also ehrlich gesagt fühlt es sich noch mehr nach Honig an als nach weicher Haut. Vielleicht müsste man dann doppelt abspülen, aber dann ist der Peeling-Effekt natürlich irgendwie wieder weg. Also von mir, für den Geschmack gibt es einen Daumen hoch, aber für die Wirkung einen Mitteldaumen. So, jetzt habe ich ein bisschen Angst um meine Arme, denn Reality-TV-Sternchen Snooki schwört auf Katzenstreu als Peeling. Ja, also vielleicht wissen einige nicht, aber das ist eigentlich Beton. Gut, aber wir probieren es aus, nehmen das. Es wird auch nicht irgendwie weich gemacht oder so, sondern... Okay, also ganz ehrlich, der Arm ist rot, wenn man es vielleicht sieht. Es brennt, weil es einfach scheiße hart ist, das Zeug. Eben der ganze Staub hier drauf, es ist super trocken. Ganz ehrlich, nee, Daumen runter. So, nach dieser rauen Tour gönne ich mir jetzt was richtig Schönes. Denn Gwyneth Paltrow hat verraten, dass sie auf ein Peeling aus Zucker und Olivenöl schwört. Probieren wir es mal aus. Auch das ist eine ziemlich barzige Angelegenheit. Also durch den normalen Zucker ist das Ganze auf jeden Fall noch feiner als der Rohrzucker eben. Das heißt, der Peeling-Effekt ist jetzt nicht so groß. Okay, ich merke, das Öl bleibt natürlich auf der Haut. Man sieht es vielleicht, perlt total ab. Okay, also die Haut ist super weich, aber halt auch echt ölig. Also, für das Peeling gibt es von mir auch Daumen hoch, aber nur abends machen, wenn man nicht mehr irgendwelche wichtigen Klamotten anziehen muss, weil die sind danach ruiniert. Naja, ich bin jetzt auf jeden Fall zumindest auf diesem Stück hier wahnsinnig gut gepeelt und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!